In einem Stromkreis können zwei Widerstände auf zwei verschiedene Arten geschaltet werden. Entweder in Parallelschaltung, also so, oder in Serienschaltung, also so. Eine Serienschaltung wird auch Reihenschaltung genannt. Wenn in einer Parallelschaltung ein Widerstand ausfällt, so funktioniert der andere Widerstand trotzdem weiter, denn das hier ist ein geschlossener Stromkreis. In einer Parallelschaltung haben wir diese drei Formeln zur Verfügung bezüglich Spannungen, Widerstände und Stromstärken. Wenn in einer Serienschaltung ein Widerstand ausfällt, so fällt der zweite automatisch auch aus, denn sein Stromkreis ist ja hier unterbrochen. Für eine Serienschaltung haben wir diese drei Formeln zur Verfügung bezüglich Spannungen, Widerstände und Stromstärken. All diese Formeln nennt man die Gesetze von Kirchhoff. Alle Haushaltsgeräte wie Lampen, Herd, Waschmaschine und so weiter sind parallel geschaltet und unterliegen der Spannung von 230 Volt. Wenn ein Gerät ausfällt, können die anderen Geräte trotzdem weiter funktionieren, deshalb schaltet man sie parallel.